Wo man heute Morgen auch hinschaute, überall in Kaiserslautern Anzeichen von Fußball-Euphorie. Eine Stadt zittert mit ihrem FCK, quer durch alle Altersklassen. Haben Sie denn auch jetzt den FCK in Ihr Gebet mit eingeschlossen, damit er Deutscher Meister wird? Nein, das sind noch 8 Spiele hin, so auf. Schon im Fritz schon Schuh verkauft, sondern einen Schulgang. Ob die Zeiten von Fritz Walter in der Pfalz wieder aufleben, die Zeitungen glauben schon daran. Kaiserslautern holt den Titel, denn 3 Punkte in einem mäßigen Spiel gegen die Löwen, dank des Zaubertores der Zaubermaus, so wird man Meister. Und das Tor, es erinnert auch an die glorreichen Zeiten eines Fritz Walters. Patinho hat gestern Abend schon mal eine Flasche Sekt geöffnet. Dann habe ich einen Sekt getrunken, aber nicht auf den Meistertitel, schon nur auf den Sieger. Wir haben schön einen Abstand gemacht von Bayern, aber entschieden ist noch nicht. Wir wollen am 9. Mai diese Differenz von Bayern noch halten und dann wissen wir, dass wir Meister sind. Alles klar. Okay. Drück euch den Daumen, danke. Brauchst du die Zeitung noch? Ja, die brauche ich noch. Tut mir leid. Klar, dass er die Zeitung gerne hätte, gibt Selbstvertrauen. Glauben Sie mittlerweile an den Titel, an den deutschen Meister Kaiserslautern? Also wir haben gestern wirklich einen riesengroßen Schritt dahin gemacht und also wir sollten das Ding jetzt schon packen normalerweise. Das ist ja schon mal eine Aussage, da traut sich noch kein anderer dazu bisher. Ja gut, wir haben 9 Punkte Vorsprung und wir sollten es eigentlich schon schaffen. Klare Worte also, anderen muss man auch hinten herum entlocken, was sie wirklich denken. Auf wen würden Sie Ihr Geld setzen, wenn es darum geht, den deutschen Meister zu tippen? Na sicher auf uns, das ist ganz richtig. Ja, mit Sicherheit auf uns. Würden Sie Ihr Geld auf den ersten FC Kaiserslautern setzen, wenn es darum geht, den deutschen Meister zu tippen? Ich habe keins, sonst könnte ich es vielleicht setzen. Würden Sie Ihren Freunden empfehlen? Ich habe keine Freunde. Von wegen, die Zaungäste beim Training sind alle seine Freunde und alle super optimistisch. Was soll uns so schlau? Weiter. In der Mailand vielleicht? Höchstens mir selbst, das machen wir nicht. Wir selber schlagen uns nicht. Gar keine Frage, für mich steht schon die Meisterschaft fest. Das Wohnmobil, sehen Sie das? Das fährt demnächst die Champions League, ab auf Tournee. Na, da bleibt ja nur noch zu hoffen, dass Otto Rehhagel und seine Spieler nicht gegen Lissabon oder Kiew antreten müssen.